Vielleicht schon mal kurz zum Vortrag Interdisciplinary Competence heißt der und ich bin Sebe Suko, herzlich willkommen dazu. Ich bin Wissenschaftsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hier in Berlin und vielleicht ganz als erstes, Interdisziplinarität und Kompetenz sind ja zwei unglaubliche Buzzwörter und bevor ich die gleich erkläre und vielleicht so einen kleinen Einstieg auch gebe damit, vielleicht die Frage, warum habe ich mich damit jetzt eigentlich beschäftigt, 5 Jahre lang? Die langweilige Antwort wäre sicherlich, ich war am WZB in einem Projekt eingestellt, was sich mit Interdisziplinarität beschäftigt und das hat mir meine Miete bezahlt. Noch dazu promoviere ich zu dem Thema an der Humboldt-Uni und denke darüber in einer sehr intellektuellen Weise vielleicht nach, was jetzt hier für die Konferenz auch gar nicht so wichtig ist. Ich glaube aber, der Kern ist eigentlich, dass meine Überzeugung ist, für all die Ideen und Probleme, die diskutiert werden auf Konferenzen wie hier, aber auch an allen anderen Orten oder an vielen anderen Orten auf der Welt, brauchen wir eine produktivere und bessere Zusammenarbeit in heterogenen und diversen Teams. Und dazu zählen eben natürlich auch verschiedene wissenschaftliche Disziplinen. Also ich rede zwar jetzt ganz viel oder so ein bisschen fokussiert auf wissenschaftliche Disziplinen. Ich glaube aber, viele der Prinzipien, die gleich in dem Vortrag kommen, die gelten natürlich generell für Teamzusammenarbeit auf wissenschaftlicher Basis. Okay, also vielleicht als erstes, was ist überhaupt Interdisziplinarität? Man hört den Begriff so oft und der wird sehr divers verwendet. Ich glaube, das ist jetzt der einzige Ausschnitt aus meinen Interviewdaten, den ich gebe und das ist von einer Wissenschaftlerin aus Israel, die eben sagt, Life is Integration und dieses Integration ist, glaube ich, der Hauptmodus, also wenn ihr euch ein Wort merkt, was Interdisziplinarität beschreibt, dann Integration. Das zeigt sich nicht nur in diesem Zitat, sondern auch in der Definition der National Academy of Sciences, die relativ oft verwendet wird. Und ich weiß, es gibt noch ganz viele andere Begriffe, Transdisziplinarität, Postdisziplinarität, Multidisziplinarität. Wenn ihr dazu Fragen habt, fragt mich gerne, ich kann die euch alle definieren aus dem Textbuch. Ich glaube aber, das ist nicht so wichtig, ob Leute denken, sie sind interdisziplinär oder transdisziplinär oder irgendwie unterwegs, sondern es geht eher um die generellen Einstellungen und Prinzipien dahinter, wie man in interdisziplinäre Teamarbeit reingeht. Deswegen vielleicht noch mal ganz kurz, was ist Kompetenz? Kompetenz bei mir ist, wie man in unsicheren Situationen selbst organisiert handelt. Und diese unsicheren Situationen entstehen natürlich immer in so sozialen Organisationen und Teamsituationen, wo wir nicht genau wissen, wie denkt die andere Person. Also ganz grundlegend wissen wir es ja nie hundertprozentig, aber wenn wir noch nicht mal verstehen, wo die andere Person herkommt, weil sie ganz anders sozialisiert wurde in einem anderen wissenschaftlichen Gebiet oder auch aus der Praxis oder wie auch immer, dann ist das immer sehr herausfordernd und diese Unsicherheiten, die können dann im Wege stehen für eine gute Zusammenarbeit. Ich gehe jetzt auch nicht zu sehr hier auf sozusagen jetzt die einzelnen Begriffe ein, ihr könnt euch das gerne abfotografieren oder mir Fragen dazu stellen, aber was ich euch vorstellen möchte ist, was sind die Grundprinzipien von interdisziplinärer Kompetenz, dann nochmal 2 Konzepte, ich nenne sie kollaborative Kulturen und liquide Expertise, die nochmal ein bisschen darüber hinausgehen. Und als letztes der Verweis und die kurze Vorstellung auf unseren Open Access Online Kurs, wo nochmal im Detail zu interdisziplinärer Kompetenz Dinge gelernt werden können. Vielleicht als erstes, warum erzähle ich euch das alles und ist das alles irgendwie, also auf welchen Daten fußt das? Das sind über 60 Expertinnen-Interviews mit interdisziplinär Forschenden, zum Beispiel vom Weizmann-Institut, aber auch aus Israel, den USA und Großbritannien, die ich in den letzten 4 Jahren erhoben habe, mit meinen Kolleginnen zusammen. Und dann sind noch ein paar quantitative Analysen dahinter, die im weitesten Sinne Richtung Sehen und Verstehen von sozialen Netzwerken gehen, also Publikationen und Twitter-Daten in dem Fall. Ich gehe aber jetzt nicht, also es ist kein wissenschaftlicher Vortrag, ich versuche sofort einzusteigen in, was kann man sich unter interdisziplinäre Kompetenz vorstellen. Die analytische Unterscheidung jetzt hier ist natürlich, ne, also diese 3 Bubbles, interdisziplinäre Kompetenz als Meta-Expertise, als Emotions oder als Social, ist natürlich immer so ein bisschen künstlich, aber ich glaube, sie hilft trotzdem dem Verständnis. Und als erstes die Emotions-Kategorie bei interdisziplinärer Kompetenz.
Da ist das Wichtige im Prinzip, mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung gehe ich in interdisziplinäre Kooperationen rein. Also ganz oft wird in Interviews berichtet, dass Personen schon sehr abwertend praktisch begrüßt oder eingeladen wurden, also dass sie sozusagen als so eine Art Hilfswissenschaft gesehen wurden, die jetzt irgendwie mitmachen soll oder Dinge legitimieren soll, dass man die Dinge so machen kann wie immer. Und das ist dann natürlich nicht die Art und Weise, wie so eine wirkliche interdisziplinäre Zusammenarbeit im Sinne von Integration gelingen kann. Was so ein bisschen die Struktur ist, es sind drei Spalten und in der Mitte seht ihr sozusagen, das generelle Ziel ist, positive Gefühle und geteilte Identitäten zu schaffen. Ist, glaube ich, nichts Neues in Teamarbeit. Und dass es durch wertschätzende Wortwahl und Körpersprache geschieht, ist, glaube ich, jetzt auf so einer Konferenz hier auch irgendwie geteilt und auch nicht so neu für euch. Ich glaube aber, dass es gerade in diesem Bereich Wissenschaft und Wissen doch immer noch mal reflektiert werden muss, weil es doch in unserer kulturellen Sozialisation an Universitäten und auch wie es in Filmen und anderen Medienoutlets sozusagen repräsentiert wird, so eine Art Rangfolge gibt, die natürlich jede Person auch ein bisschen anders sieht, welche Disziplin einer anderen überlegen ist oder das bessere Wissen, nach welchem Maßstab auch immer man besser bewertet, produziert. Und für mich als Wissenschaftsforscher ist es als erstes total spannend, das zu sehen. Für Interdisziplinarität ist es aber so ein bisschen schädlich, wenn man seine eigenen Wissenshierarchien, die man sich aufbaut, weil man eben eine Sache studiert und da vielleicht einen Doktor macht und da in der Community total anerkannt ist und alle freuen sich, dass sie die gleichen Methoden machen und zu tollen Ergebnissen kommen. Da vergisst man das so ein bisschen, dass es auch noch andere Herangehensweisen gibt und andere Wissenschaftskulturen. Und das muss man genauso hinterfragen wie eben diese ganzen anderen Hierarchie-Ebenen, die euch, denke ich, auch alle bekannt sind. Im Social-Bereich geht es jetzt ein bisschen weniger um die Einstellungen und um die Haltung, wie ich reingehe, sondern es geht wirklich ganz konkret darum, wie sozusagen Tausch organisiert wird. Das heißt also, wer bringt was rein und wer bekommt was raus? Ich hatte gerade schon mal gesagt, Hilfswissenschaft, also es gibt es wirklich in beiden Richtungen. Zum Beispiel, dass jetzt eine Technikerin, ein Techniker zu Soziologen, Soziologinnen dazukommt und soll irgendwie das mit den Daten und mit dem Code machen. Soll das so zuliefern und dann ist sozusagen die Aufgabe erfüllt. Dabei hat die Person vielleicht auch ein echtes Interesse daran, Dinge besser zu verstehen, sich mit sozialwissenschaftlichen Theorien zu beschäftigen, selber was beizutragen aus der eigenen Perspektive, was natürlich auch wieder vielleicht die ein oder andere soziologische Theorie ein bisschen erweitern würde oder vielleicht verändern würde. Auf der anderen, also andersrum gibt es das natürlich auch, ja, dass dann Leute aus den Sozial- und Geisteswissenschaften dazugeholt werden, die machen dann noch ein bisschen Akzeptanzforschung und dann kann man eigentlich sagen, hier, wir haben jetzt einen ethisch sauberen Code oder wie auch immer und we are good to go. Und beide sind nicht gut, also beide Herangehensweisen sind schon nicht gut, weil von vornherein so ein implizit schlechtes Tauschgeschäft schon mit angelegt ist in der Kooperation. Das heißt also, was muss ich machen? Ich muss sozusagen klar und deutlich machen, was bringt jeder mit an den Tisch und was möchte die Person mit rausnehmen. Es muss natürlich nicht immer gleich sein, nicht immer 50-50 oder 1 durch N. Es kann natürlich auch, man kann sich ja auch darauf einigen, dass Dinge nicht gleich verteilt sind, Input und Output, aber es sollte halt klar und transparent kommuniziert werden. Und dafür muss ich auch Vertrauen aufbauen, am besten im Vorhinein der Kooperation. Okay, und jetzt die dritte, sozusagen die epistemische Kategorie. Wie komme ich jetzt zu dieser Meta-Expertise? Sehr hilfreich ist es, wenn man diese sprachliche, methodische Integration, wie kann man sich das vorstellen? Ganz oft sind es Neologismen. Also ich denke mir zum Beispiel, ich habe Begriffe aus einer Disziplin, aus einer anderen Disziplin und ich versuche, einen neuen Begriff daraus zu formen. Das nimmt so ein bisschen den Druck raus, dass man das Gefühl hat, wir machen jetzt das nur nach dem Schema der einen Disziplin. Oder ich benutze Mixed-Method-Ansätze und integriere wirklich auf Augenhöhe, zum Beispiel quanti- und qualitative Methoden. Ja? Und das alles führt natürlich sozusagen zwangsläufig zur Originalität und neuen Erkenntnissen. Und jetzt kommt aber noch sozusagen, was für diese Konferenz wichtig ist, also das vielleicht noch als Bild. Ich habe immer versucht, so ein Bild zu finden zu jeder Kategorie. Vielleicht hilft das. Man baut verschiedene Verbindungsstücke. Ja? Interdisziplinarität ist letztlich, ich baue verschiedene Verbindungsstücke zusammen mit anderen Menschen, wo wir uns alle darauf einigen können, dass die für dieses Problem, was wir gerade behandeln, passen.
Was ihr links seht, ist das, was ich euch gerade erzählt habe, Interdisziplinarität so ein bisschen innerhalb der Wissenschaft. Ja? Physikalische Chemie, Digital Humanities, das sind so die typischen, vielleicht auch Drittmittelprojekte, die ich jetzt viel untersucht habe. Ich glaube aber, es gibt eigentlich auch noch eine Interdisziplinarität, die praktisch hier diese rechte Spalte symbolisiert, die ich jetzt imaginäre genannt habe, wo es immer um so einen größeren Vorstellungsraum geht. Und natürlich Bits und Bäume ist jetzt schon ein ziemlich großer Vorstellungsraum, weil Klima, Digitalisierung, Entwicklungspolitik zusammenkommen. Und bei diesem sehr großen Anliegen, wo man Grand Challenges lösen möchte, da ist aus meiner Sicht sozusagen nicht nur diese Meta-Expertise, die ich auf so einem mittleren Level verorte, wichtig, sondern man muss sie noch kulturell überfüttern und praxiologisch unterfüttern. Ja, ist vielleicht jetzt nicht ganz einfach zu verstehen, ich will es jetzt auch nicht weiter ausführen, aber man braucht sozusagen noch kollaborative Kulturen und unten drunter noch liquide Expertise. Sorry, es ist eigentlich auf Englisch, aber ich mache es jetzt hier auf Deutsch. Und kollaborative Kulturen sind wie so eine Art Ökosystem, die noch um einzelne Projekte oder auch um einzelne Institutionen herumgelegt sind. Ja, die sind sozusagen die Verbindung von verschiedenen Institutionen, Veranstaltungen und so weiter. Und die brauchen immer so ein relevantes und diffuses Thema. Auch so ein Name wie Bits und Bäume ist schon groß und relevant genug sozusagen als Beispiel. Und da entsteht dann auch immer so eine Passion für Mehrarbeit, dass zum Beispiel so eine Konferenz hier überhaupt stattfinden kann, Leute freiwillig Dinge mitmachen oder spenden und so weiter. Aber natürlich auch generell gilt es für interdisziplinäre Projekte, es ist Mehrarbeit und es ist anstrengender. Weil warum wir Disziplinen haben in der Wissenschaft, ist ja ganz einfach, dass es viel schneller und effizienter geht, entlang von Disziplinen Erkenntnisse zu produzieren. Es sind jetzt hier so ein paar Punkte aufgeführt, vielleicht der letzte Punkt als wichtigstes. Ich muss an den traditionellen Institutionen vorbei andere Räume schaffen tatsächlich, also Experimentierräume, ein Campus oder geteilte Infrastrukturen, die natürlich offen, transparent, möglichst inklusiv sein sollten, an denen ich zusammenarbeiten und wachsen kann und in denen ich Vertrauen aufbauen kann. Und das sollte immer von mehreren diversen Institutionen getragen werden. Jetzt die Unterfütterung, liquide Expertise. Ich muss vielleicht so einleiten, es gibt ja so die Idee, es gibt Expertise und vielleicht auf der anderen Seite sowas wie Intellektualität. Und bei Expertise habe ich ganz viel Ahnung im Fach und Intellektualität, keine Ahnung, schreibe ich offene Briefe oder so. Ich verorte diese liquide Expertise schon etwas mehr in der Mitte und etwas näher an der Fachexpertise dran. Also die Fachexpertise ist immer so ein bisschen a given, ist immer die Voraussetzung. Ich muss dann aber verstehen, dass ich meine Expertise sozusagen, die ist mein See, mein Wissenssee, und den muss ich in verschiedene Gläser füllen können und muss sie an verschiedene Adressaten, verschiedene Stakeholder verteilen können. Und das ist ein unglaublich komplexer Prozess. Also es ist für mich fast unbegreiflich, wie sehr gerade Leute aus der akademischen Welt das unterschätzen, die richtigen Gläser zu finden fürs richtige Publikum. Und diese spielerische, diese Interaktion, diese Rollenwechsel, die sind sehr, sehr schwer zu lernen, weil man in seiner akademischen Welt dann eben oft ein bisschen abgeschlossen ist. Und deswegen auch diese kollaborativen Kulturen, diese Räume, wo ich mit anderen Menschen in Kontakt komme, wo ich übersetzen muss, wo ich auch mal einen Rollenwechsel machen muss, meine Expertise-Rolle verlassen muss und auch mal in die Rolle des Lernenden wiederkomme. Und systematisch heißt es so ein bisschen, also zahlungsfähig jetzt nicht im finanziellen Sinne, sondern Wissenschaft, also wie gesagt, ich rede immer aus der Wissenschaftsperspektive, wird zahlungsfähig gegenüber Gesellschaft und kann sich praktisch einbringen. Und wir brauchen ja wissenschaftliches Wissen, ich glaube, das ist ziemlicher Konsens, um irgendwie diese Probleme angehen zu können. Aber wie wir das machen und sozusagen, wie wir wissenschaftliches Wissen einsetzen, das haben wir jetzt auch schon gehört, ist dann eben immer noch mal eine Diskussion. Das vielleicht als Bild, das hat mir Journey gemalt, als ich versucht habe, meine Erkenntnisse aus meiner Dissertation praktisch zu verbildlichen. Ist eine AI. Was Besseres wird mir nie gelingen, deswegen habe ich gedacht, ich zeige es hier einfach mal. Und es versinnbildlicht ein bisschen diese verschiedenen kollaborativen Kulturen und liquide Expertise, die praktisch eingesetzt wird und immer sowas von Verfließendem hat. Weil ganz oft ist das Bild, was wir von Expertise haben, immer noch, es muss was ganz Festes sein, gesichertes Wissen. Und ja, das ist die Basis, aber wenn wir Wissen irgendwo anders einbringen, dann wird es immer irgendwie ein bisschen
sich verflüssigen, einfach weil die Paradigmen, die Weltbilder nicht von allen Menschen geteilt werden. Und jetzt als Abschluss der Verweis auf unseren Online-Kurs. Wir haben den Open Access ins Internet gestellt. Es sind über 20 Videos. Ihr könnt ihn kostenfrei nutzen, meldet euch an. Ihr lernt, glaube ich, eine gute erste Einführung für Interdisziplinarität. Das Gute an dem Online-Kurs ist, dass wir nicht denken, dass ihr dann alle auf einmal interdisziplinär forschen könnt, sondern wie gesagt, es ist eine Einführung. Ihr lernt da etwas für euch und ihr nehmt Übungen mit für eure KooperationspartnerInnen, also Übungen, die ihr live persönlich miteinander machen könnt. Und ich denke, sozusagen nur jetzt die Videos gucken und zwischendurch interaktive Aufgaben machen, das ist sozusagen der Start, da kann man sich nochmal Ideen holen und da kann man nochmal Dinge besser verstehen, gerade wenn man jetzt auch im Wissenschaftssystem eventuell eine Karriere plant, aber trotzdem irgendwie interdisziplinär sein möchte, dann ist, glaube ich, der Kurs sehr gut geeignet, aber auch wenn ihr überlegt, zum Beispiel wissenschaftliche Projekte oder ihr seid Praxispartner und wollt mit WissenschaftlerInnen kooperieren. Wie denken die eigentlich? Also warum denken die so in Disziplinen? Und wie kann ich aber vielleicht doch ein bisschen Interdisziplinarität organisieren durch geschickte Übungen, durch geschicktes sich kennenlernen, durch Vertrauensaufbau? Und das haben wir in 6 Modulen. Also den Kurs kann man wirklich in, ich würde behaupten, 6 bis 8 Stunden, je nachdem, wie intensiv man den macht, durchführen und ihr könnt zwischendurch immer wieder stoppen, also der ist self-paced, das heißt also, ihr könnt den auch gerne mal während einer Bahnfahrt anfangen und dann Tage später oder so fertig machen. Den Kurs gibt es in englischer Sprache als Ton und Transkript und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr unter idc.wzb.eu findet ihr den Kurs und wenn ihr den auch gerne weiterteilt und gerade am Start von interdisziplinären Kooperationen eignet er sich, glaube ich, sehr gut. Also ich hatte eine Mail, schade, hätte ich den mal vorher gemacht, wir sind jetzt am Ende. Aber wenn man den am Anfang macht und da Punkte mit reinbringt, dann hilft er, glaube ich, enorm bei der interdisziplinären Zusammenarbeit. Und hier sind nochmal einige der Takeaways. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist Ambiguitätstoleranz. Also auch wenn ich Fachexpertise habe, heißt das nicht, dass ich alles über das Thema weiß, weil meistens wird das Thema noch von anderen Disziplinen beforscht und dann kommt es zu Widersprüchlichkeiten. Und das muss ich erstmal für mich akzeptieren lernen und damit umgehen lernen. Und in dem Sinne, gerne Fragen, sprecht mich an. Ich bin noch eine Weile hier auf der Konferenz heute und morgen. Und ja, der Online-Kurs. Dankeschön. Kommt gleich jemand mit Mikro. Ja, also vielleicht machen wir eine Frage einfach. Vielen Dank. Eignet sich dieser Kurs denn nicht nur auch für Forschende, sondern auch für die Lehrer, also für Studierende, beziehungsweise etwas allgemeiner gefragt, wie würdest du denn sagen, kann man interdisziplinäre Kompetenz im Studium schon lehren, also bei Wissenschaftlern, die sich sozusagen noch in Ausbildung im Studium befinden? Klar, also ich würde behaupten, das Einfachste ist, man meldet sich an, macht sich einen Account und man kann auch die einzelnen Videos durchgucken. Also es gibt jetzt keine Requirements, dass man die Aufgaben zum Beispiel zwischendurch bestanden haben muss. Das haben wir absichtlich so designt, weil also wir sagen jetzt nicht, dieser Online-Kurs ist jetzt die Lösung und wenn man den durch hat, sondern es sind halt Prinzipien, es sind Angebote und Ideen und jede interdisziplinäre Kooperation und auch jeder Mensch steht an einem anderen Punkt und da muss dann selbstverantwortlich, deswegen auch nochmal die Kompetenzdefinition, so ein bisschen jede Person für sich rauswählen, was ist für mich wichtig und wo setze ich vielleicht auch ein bisschen den Schwerpunkt. Und ich würde sagen, Studierende, klar, also interdisziplinäre Master sind, glaube ich, in den letzten 10 Jahren explodiert. Ich habe leider keine Zahlen dazu, weil es unglaublich schwierig zu messen ist, aber gefühlt gibt es jetzt an jeder Universität fast schon mehr interdisziplinäre Master als disziplinäre. Und ich glaube, da wird schon viel auch beigebracht und solche Kurse zum Beispiel im Master zu belegen, also diesen Online-Kurs zu machen im Master, halte ich für total wertvoll. Und wie gesagt, auch für Studierende ist der, glaube ich, eine gute Vorbereitung, wenn man zum Beispiel danach auch plant zu promovieren. Aber selbst auch, wenn man rausgeht, wir haben es ja heute gehört, Zivilgesellschaft, Politik, also man kommt ja nicht dran vorbei, mit verschiedenen Weltbildern sozusagen zu interagieren. Ja,
vielen Dank für die Vorführung. Meine Frage ist halt auch, ob das auch für die normale Industrie, jetzt auch für die weltweit agierende IT, auch interessant ist, wenn man mit dem sehr internationalen Team immer wieder zusammenarbeitet. Also ich würde behaupten, einzelne Module nicht. Also wir haben zum Beispiel ein Modul zu interdisziplinären Karrierestrategien in der Wissenschaft. Das würde ich dann auslassen, das Modul 2. Aber diese interdisziplinären Kompetenzen, das Modul 3 und 4, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und ich glaube, das sind generelle Leitlinien guter Teamzusammenarbeit. Also wie gesagt, es wird vielleicht einige Bilder geben oder einige Beispiele, die da nicht so ganz passen, weil die immer so ein bisschen den Wissenschaftsbezug haben. Ja, weil das war unser Auftrag und wir haben halt gesagt, wir wollen dieses Wissen für WissenschaftlerInnen und WissenschaftsmanagerInnen mal offen zur Verfügung stellen. Und vielleicht macht das jedes Kooperationsprojekt so 5% besser. Und wenn es aber ganz viele sind, dann ist das ja trotzdem ein relativ großer Impact. Und ob es für die Industrie ist, ich würde sagen, man kann da auf jeden Fall reinschauen. Aber es ist nicht die Primärgruppe, muss ich ehrlich sagen. Okay, dann vielen Dank. Ciao.